Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf Kerstins Küchentraum. Ich eröffne mit meinem heutigen Video die Osterwoche. Die wurde von der lieben Annette vom Kanal Annettes Backstübchen ins Leben gerufen. Diesmal fällt die Osterwoche etwas kleiner aus. Wir haben insgesamt 5 Teilnehmer. Die Osterwoche wird bis Freitag gehen und ich verlinke euch natürlich einmal alle Teilnehmer unten in der Infobox und die Playlist natürlich auch hier oben als Infocard. Und nach mir seht ihr übrigens ein richtig leckeres Low-Carb-Video von Vroni und Nico. Freue ich mich schon sehr drauf, natürlich auch auf die Videos der anderen Teilnehmer. Und ja, jetzt möchte ich euch noch ein bisschen was zu meinen Eierlikörpralinen erzählen. Und zwar ist das ein Set von Patty Versand. Das könnt ihr so bestellen und habt komplett wirklich alles, was ihr zum Herstellen der Pralinen benötigt. Ich fand das Set sehr cool und wollte es euch einmal vorstellen, denn ich denke, viele trauen sich ja doch nicht so daran Pralinen zu machen, wissen nicht, was sie alles benötigen, welche Textur sie brauchen und so weiter und so fort. Und in diesem Set habt ihr wirklich alles enthalten. Die Anleitung ist dabei und ihr könnt ja jetzt auch mein Video dazu anschauen, wenn ihr nicht wisst, wie es weitergeht. Und ich finde es einfach eine klasse Geschenkidee, denn man muss ja nicht immer nur bunte Eier zu Ostern suchen. Es können ja auch mal ein paar leckere Eierlikörpralinen sein. Und ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich zeige euch als erstes natürlich, was im Set enthalten ist und dann natürlich auch die Zubereitung. Unten in der Infobox findet ihr dann einen Link, da könnt ihr dann gerne draufklicken und euch das Set einmal genauer anschauen und wenn ihr mögt, natürlich auch bestellen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und frohe Ostern! So, als erstes möchte ich euch zeigen, was sich in diesem Set befindet. Und zwar habt ihr einmal Callebaut Calais Weiß in 200 Gramm. Dann einmal die Aromapaste Eierlikör. Dann die Pralinenmasse in Weiß, das sind 550 Gramm. Dann später noch zum Verzieren eine kakaohaltige Fettglasur. Außerdem finde ich total süß, sind auch diese süßen Pralinen-Schachteln dabei. Außerdem eine Anleitung, wie ihr das Ganze zubereitet. Und was ich auch total toll finde, sogar die Spritzbeutel sind dabei. Ein großer für die Füllung und 2 kleine Papierbeutel. Einer ist nachher, um das Ganze mit der Schokolade zu verzieren und der andere ist nachher, um die mit der weißen Schoki zu verschließen. Und dann sind natürlich noch die Eierhohlkörper dabei. Und ich würde sagen, wir legen jetzt auch gleich los. Bei mir ist es recht kalt in der Küche, deswegen ist die Pralinenmasse bei mir auch sehr fest. Ich werde sie mir jetzt kurz in der Mikrowelle ein bisschen weicher machen. Sie sollte natürlich nicht warm sein, damit euch nicht die Schokolade oder die Kuvertüre der Eier schmilzt. Aber sie sollte auf jeden Fall geschmeidig sein, dass ihr sie schön aus dem Spritzbeutel pressen könnt. So, ich habe meine Masse jetzt wirklich nur für 30 Sekunden erwärmt. Ich rühre das Ganze jetzt ordentlich um, dass es dann natürlich auch komplett klümpchenfrei ist. Denn ihr seht, so ein paar Klümpchen sind noch drin. Das bekommt ihr aber super weg, indem ihr das Ganze wirklich super schön miteinander verrührt. So, und ich werde mir jetzt gleich noch die Aromapaste unterrühren im Eierlikörgeschmack. So, die Pralinenmasse fülle ich mir dann einmal in den Spritzbeutel. So, und dann kann ich mir auch schon die Hohlkörper herlegen, denn die können wir uns jetzt befüllen. So, und dann können wir auch schon anfangen, unsere Eier zu befüllen. Gut ist auch, wenn ihr das Ganze nachher noch mal ein bisschen auf den oder auf eure Arbeitsplatte klopft, denn in den Eiern kann sich auch ein bisschen Luft sammeln. Die steigt dann noch nach oben, dann könnt ihr das Ganze nachher noch mal ein bisschen mit der Creme auffüllen. Schaut mal, jetzt habe ich das Ganze noch mal ein bisschen gerüttelt und ihr seht, dass die Pralinenmasse noch mal abgesunken ist. Und jetzt gebe ich einfach noch mal ein bisschen drauf.
damit das Ganze wirklich bis oben hin mit der Pralinenmasse gefüllt ist. So, meine Lieben, nachdem ich nun alle Eier gefüllt habe, lasse ich das Ganze jetzt einen Tag lang stehen. Das heißt, ich werde morgen erst weitermachen. Und zwar verschließen wir dann die Öffnungen und werden das Ganze nochmal mit etwas weißer Kuvertüre überziehen und nachher noch schön verzieren mit der dunklen Kuvertüre. Aber jetzt muss man erstmal Geduld zeigen und das Ganze einen Tag stehen lassen. So, meine Lieben, ich habe die Pralinen jetzt über Nacht stehen lassen. Und jetzt kümmern wir uns darum, dass wir das Ganze verschließen. Und zwar nehme ich mir da jetzt einfach die Callebaut Schoki. Und zwar müsst ihr das Ganze temperieren. Da ich kein Temperiergerät habe, mache ich das Ganze immer nach der 2-Drittel-1-Drittel-Methode. Das heißt, ich werde jetzt 2 Drittel der Schoki schmelzen. Und das andere Drittel der Schoki gebe ich dann einfach in die geschmolzene Schokolade und rühre das Ganze so lange, bis es richtig, bis das auch geschmolzen ist. Und dann hat die Schokolade auch die richtige Temperatur, um weiterverarbeitet zu werden. So, ich habe jetzt den Drittel der Flakes noch dazugegeben und rühre das Ganze jetzt so lange, bis die sich auch komplett aufgelöst haben. So, ihr seht, jetzt hat sich alles schön gleichmäßig aufgelöst. Das fülle ich mir jetzt einfach einmal in einen Spritzbeutel. Wir benötigen da jetzt nicht die komplette Menge, da wir ja wirklich nur kleine Punkte setzen, um die Pralinen zu verschließen. Nehme mir meine Pralinen her, schneide wirklich nur so eine kleine Spitze weg. Und dann füllen wir einfach hier oben. Zwischendurch könnt ihr das Ganze noch mal ein bisschen rütteln. Ihr solltet bloß schauen, dass sich die Eier dabei nicht zu sehr drehen. Also ein bisschen mit Gefühl rütteln, damit sich die Schokolade ein bisschen besser verteilt. Und dann lasse ich das Ganze einfach noch mal so eine Viertelstunde stehen, dass sich die Schokolade auch ein bisschen setzen kann. Und dann können wir uns auch schon ans komplette Verzieren machen. So, also ich habe das Ganze jetzt wirklich nur 10 Minuten ungefähr stehen lassen. Ich habe mir jetzt Handschuhe angezogen, einfach damit ich mir die Hände nicht sofort einsaue. Ich nehme jetzt einfach so ein bisschen Schokolade und verstreiche mir das jetzt hier auf meinen Handschuhen und dann nehme ich mir einfach 1 bis 2 von diesen Eiern, ein bisschen Schokolade und wälze das Ganze einfach nur kurz in meinen Händen hin und her, lege das beiseite und das mache ich jetzt einfach mit all meinen Eiern. Ich nehme immer wieder ein bisschen Schokolade dazu, wälze das Ganze ein paar Mal kurz hin und her und lege das Ganze dann beiseite. Ich finde die Optik persönlich sehr schön. Wer das Ganze glatt oder in glatter Optik haben möchte, der kann natürlich die Eier auch nehmen und einmal komplett mit einer Gabel eintauchen und dann ein bisschen abtropfen lassen. Und dann habt ihr einfach so eine schöne glatte Optik. Aber ihr wisst ja, wenn ihr meine Videos schon länger guckt, ich mag das so ein bisschen im Messy-Style immer lieber. Ich finde, das sieht einfach viel schöner und handgemachter aus. Und das Ganze wiederholen wir jetzt nochmal. Ich habe das Ganze jetzt nur ca. 5 Minuten antrocknen lassen und wiederhole das Ganze jetzt einfach nochmal, damit es einfach noch eine schönere Struktur gibt. So, dann schmelze ich mir jetzt einmal die kakaohaltige Fettglasur und gebe die dann einfach in Streifen rüber. Ihr seht, ich habe meine Eierchen schon etwas sortiert, damit sie ein bisschen ordentlich nebeneinander liegen, denn das macht mir das Verzieren gleich einfacher. So, ich habe mir jetzt die kakaohaltige Fettglasur geschmolzen und wieder in einen Spritzbeutel gegeben und jetzt wird das Ganze einfach streifenförmig dekoriert.
Ganze lasse ich jetzt ordentlich abkühlen und dann können wir uns das Ganze auch in diese super coolen bunten Förmchen geben und es sieht auch gleich viel hübscher aus.